In nicht mal einem Monat ist Weihnachten und viele stellen sich die Frage, was kommt wohl auf den Tisch? Wie gut, dass jetzt das Event E to the Beat von E.ON stattgefunden hat. Da haben nämlich Kochprofi Nelson Müller, Musiker Tim Bensko und Moderatorin Barbara Schöneberger ihre Kräfte gebündelt und ein unvergessliches sowie nachhaltiges Festmahl gezaubert, trotz Vorweihnachtsstress. Ich habe in der Weihnachtszeit immer relativ viel vor, weil ich ein sehr umfangreiches Nikolausfest mache mit fast 40 Kindern, die alle vom Nikolaus bedacht werden. Dann mache ich für alle meine Redaktionen, also Zeitschrift, Radio und NDR Talkshow, ein Weihnachtsessen, zu dem jeweils 20 Leute kommen. Und ich mache mir immer so den Stress, dann auch dreimal was Unterschiedliches zu kochen. Aber es wurde nicht nur gekocht, sondern auch ebenso etwas für den guten Zweck getan. Bei der musikalischen Küchenparty sammelten die drei Spenden für die Hamburger Klimaschutzstiftung, ganz im Sinne des neuen Konzepts des Veranstalters. Also erstmal habe ich mich natürlich vor allen Dingen für Barbara Schöneberger entschieden, weil ich endlich mal sie kennenlernen wollte und mit ihr Cocktails mixen. Nein, aber ein bisschen Spaß beiseite. Wir wollten ungewöhnliche Paarungen zusammenstellen und zeigen damit, dass man Energieverträge auch mit Freunden, Verwandten und so weiter bündeln kann. Und dann kommt dazu noch, dass wir sie kostenfrei mit Ökostrom versorgen. Und auch Nelson Müller hat noch ganz leckere Tipps für den Weihnachtsschmaus parat. An den Tagen möchte man ja eigentlich Zeit mit seinen Liebsten und Freunden verbringen. Und da sind natürlich so wirklich schöne deutsche Klassiker super. Ja? Also so richtig geschmorte Ochsenbäckchen oder eine Kalbsbrust, Ochsenbrust geschmort. Das geht dann schön über den gesamten Tag bei niedriger Temperatur im Ofen. Da entsteht noch eine schöne Soße dabei und die Welt ist in Ordnung. Und als Belohnung für die ganze Kocherei gab es dann noch ein exklusives Konzert von Tim Bensko. Und auch das haben sich alle Beteiligten schmecken lassen. Na dann, guten Appetit!